So. Jetzt langt. Sorry, Reflex. Entweder der Affe ist brav oder ich rufe King Kong. Das heißt, wir müssen mal gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen mit der U-Bahn wieder fahren. Ich gehe nochmal in die Tür hier rein. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. So, was haben wir denn hier? Okay, hier können wir nichts tun. Ciao. Wo bist du hingegangen? Ich warte. Ja, ich muss jetzt mal raus hier wieder. Mit Omnitool. Ich kann nicht? Hä? Wieso das denn nicht? Ach, warte. Muss ich erst die Tür zumachen? Kann das sein? Nee. Hä? Muss ich nicht mit der U-Bahn fahren? Ich dachte, wir müssen jetzt mit der U-Bahn fahren. Der Stream wird langsam affig. So. Ist das Vieh noch hier? Ich habe die L2-Taste schon im Anschlag. Can I pull the Omnitool out? Wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. So. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück ins kühle Nass. Huckel, hallo Framerate. Wie schön, dass du da bist. So. Also. Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal erstmal vielen lieben Dank an die ganzen Zuschauer, erstmal vielen lieben Dank an fast 40 Zuschauer, vielen lieben Dank, dass alle da sind. Wie gesagt, ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Aber ich muss jetzt wirklich mal ein Machtwort sprechen. Also, entweder sind wir jetzt alle lieb zueinander, ja, alle miteinander, egal wer das ist. Zweitens, bitte... Wie gesagt, ich mag keine Beleidigungen, ich mag auch keine Spams hier und so alles. Und Werbung, wie gesagt, wenn man Werbung einmal schreibt, reicht ja auch. Und bitte, tu mir den Gefallen, seid lieb zueinander, wie es immer so in der Let's Play Live Show ist, weil sonst beende ich das Ganze für heute. Dann mache ich einfach Schluss, ist so. Weil, habe ich keine Lust drauf, weil ich möchte auch gerne die Kommentare anlassen, weil ich mich ja gerne mit euch unterhalten möchte, das wisst ihr auch ganz genau. Und ich habe keine Lust auf so einen Kinderkram. Ja, ihr wisst es ganz genau, ich bin ein lieber Mensch und ich mag sowas nicht. Ja, es wäre schön, wenn wir uns alle wieder lieb umarmen würden und dann spiele ich auch weiter und dann können wir weitermachen. Weil die anderen möchten wahrscheinlich auch, jetzt sind nämlich wahrscheinlich schon wieder 4 Stück gegangen, weil sie auf sowas auch keine Lust haben. Und bitte ganz ehrlich, weil wie gesagt, sonst höre ich auf. Und die anderen, die jetzt auch noch zuschauen, die vielleicht nichts dazu schreiben, weil sie sich denken, wenn ich jetzt auch noch meinen Senf dazugebe, ne, weil die würden gerne das Spiel sehen in Ruhe. Und deswegen, ja, machen wir es einfach so. Dann spielen wir nämlich jetzt dann weiter. Nicht nur du auf dem Kaiser, sondern der anderen auch. Ne? So. Also, weiter geht's. Super Otzel, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich grüße dich. So, der Schnocki schreibt, ich soll den Chat ausmachen. Und gerade war ja noch immer den Chat aus, ich glaube, Smirks. Aber der Chat ist ja trotzdem da. Bei euch auf der Playstation, der Chat ist ja trotzdem da. Aber wir spielen jetzt einfach fein weiter. Genau, 5 Bein. Wir spielen jetzt erstmal weiter. So. Und ich muss mich auch so ein bisschen aufs Spiel einlassen und konzentrieren. Und wie gesagt, wenn die Kommentare so durchfliegen und da irgendwie nur so ein Theater ist, dann komme ich ja gar nicht, mich darauf zu konzentrieren. Aber ich möchte ja trotzdem mit euch zusammen hier auch mit dem Chat an so ein bisschen hier... Hallo? Oh, eine Kapsel.
cool. Kann ich es wieder zumachen? So. Na, soll's. Hallo, du sollst wieder zugehen. Hallo? Geht wieder auf. Mein Gott, verdammt. Sternmichel, ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. What is this? Curie Emergency Vessel 4. Hey, Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try. Das ging ja schnell. Toll. The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. I'll just save the security information and update the Omnitool. There. Should help you get around. Great. Prost zusammen. Okay. Dann wollen wir mal. Das Ding ist anscheinend kaputt und wir können es nicht nutzen. Schade eigentlich. Ich wäre gerne mit dem Ding mal gefahren. Jetzt bist du im Spiel weiter wie ich, Flexi. Oh ja, ich bin weiter wie Klang, Kaspar. Ich freue mich. Wie er sich freut, der Flex. Habe ich gestern auch schon zugeschaut. Achso, ja, Hallöchen. Schön, super, freut mich. Wie gesagt, jeden Freitag, den Samstag, 20 Uhr. Außer es fällt mal aus, dann werde ich natürlich auf Facebook auf Let's Play Leerzeichen Live Show zusammengeschrieben. Die Facebook-Gruppe werde ich dann natürlich immer da posten. Könnt ihr mich auch besuchen. Wie gesagt, steht ja alles weiter unten oder der Nightbot postet sowas natürlich auch. Was? Chris? Ne, Chris? Black Super Rosal? Für den Follower? Vielen lieben Dank. Ich hoffe, ihr habt den Namen richtig ausgesprochen. Willkommen zur Let's Play Live Show. Alter, ich weiß gar nicht, wo ich langlaufen soll. Hilfe! Survival! Lieber Gronkh würde jetzt sagen, Survival! Survival! Sieht aus wie so eine Landebahn. Ich gehe einfach mal den Lichtern entlang. Und wie ist Sommer? Sieht ein bisschen aus wie, wie Bioshock. Ja, also wie gesagt, es ist eine Mischung aus Alien Isolation, falls du es kennst, Bioshock und, Amnesia. Oder, oh ne! Ciao! 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 Geh weg! Alter! Stand der da einfach! Willst du mich verarschen? Ja, Amnesia, das PC-Horrorspiel von den Machern, die ja auch so mal gemacht haben. Eine Mischung aus Bioshock und, Alien Isolation. Alter, willst du mich verarschen? Steht da hinten? Fick dich, ich geh weg, ciao. So. Ich geh woanders lang. Geht's hier nicht irgendwie lang? Man springt doch darüber, Alter, das ist nur ein dämliches Rohr. Ich glaub das nicht. Also Rohr gesagt. Und wie gesagt, ganz wichtig bei dem Spiel mit Kopfhörer spielen. Ihr könnt ja einfach mal an eurem PlayStation 4 Controller einfach mal Kopfhörer anschließen und den Stream so verfolgen, dann kriegt ihr selber mit. Gronkh Lieblingsspruch. Survival. Survival! Survival! Hashtag Survival. Ja. Und Lurch. Ich finde das so geil, das T-Shirt von ihm, was er gemacht hat. So Lurch auf Ass. Finde ich total cool. Wo ist denn das Vieh jetzt? Ich gehe mal ganz... Ich gehe mal geduckt und gehe mal außen lang. Boah, ich will das gar nicht sehen. Das ist bestimmt voll peinlich, mein Gesicht in der Kamera. Ich will das gar nicht sehen. Ich nehme das Ganze ja auch noch für YouTube auf. Das könnt ihr ja dann nochmal verfolgen. Und euch immer wieder angucken. Zurückspulen, play. Zurückspulen, play. Zurückspulen, play. Deswegen sind wir ja auch hier im Live-Let's Play. Und für dich auf YouTube, du wirst wahrscheinlich jede Menge schon gelacht haben. Wie gesagt, erste Folge ist ja schon auf YouTube raus von gestern. Und wir müssen auch noch da lang. Wie sollen wir den denn umgehen? Hallo? Hallo? Ich weiß gar nicht, ob das Ding denn auch auf Licht reagiert. Ich liebe es, wie du mitfieberst, ja, unterhaltsam. Dankeschön. Hallo? Nimm mal das Grünzeug aus dem Gesicht.
Das ist, übrigens, so sieht das aus bei Ingo Lenzen immer. Das ist die Ingo Lenzen-Kamera. So sieht das immer aus. Ja, und da sehen wir das Objekt A, was gerade in die Spielhalle geht, mit Subjekt B. So. Das war doch hier, ne? Boah, so hätte Bioshock sein müssen. Boah, wäre das cool gewesen. Im Frühtau zu Berge. Ja, Fläschchenfango, auf jeden Fall. Das mache ich ja sowieso. Das wird ja definitiv auch was. Deswegen nehme ich ja sowas auch gerne auf für YouTube, für ein Let's Play. Deswegen, es wird ja. Ich habe. Moment, lass mich kurz überlegen. Ja, zu meinen Freunden schon gesagt, ich werde im November mir eine ganze Woche Gaming frei nehmen. Jetzt werden viele aufschreien. Was? Im November gibt es keine Let's Play Live Show? Nein, das wird ein Wochenende, wird es keine Let's Play Live Show im November einmal kurz geben, weil ich mir eine ganze Woche nehme, quasi Urlaub nehme für Videobearbeitung. Weil ich muss so viel Material mir anschauen und zusammenschneiden, weil ich würde gerne eine einjährige Zusammenfassung wieder machen. Ich hatte ja schon mal eine sechsmonatige Zusammenfassung gemacht der Let's Play Live Show und ich würde gerne so ein einjähriges machen, wo wir dann mal so die besten Momente zusammen, wo ich die besten Momente zusammenschneide. Und das wird bestimmt sehr lustig. Ich freue mich so, Klang Kasper. Ich hole mir sowas von die HD-Kollektion. Schon alleine, weil ich riesen Bioshock-Fan bin und ich Infinite noch nicht gespielt habe. Und ich mich immer noch ärgere, dass damals PlayStation 3 für Plus-Mitglieder Bioshock Infinite kostenlos gab. Muss mal eben kurz was machen, kleiner Moment. Und hier ist ihr Herzblatt. Everybody's gone to the Watte, ja. Magst du Harry Potter? Eher weniger. Ich frage mich ja immer noch, warum der hier so einen Blitz oben auf der Stirn hat. Ob der irgendwo damals mal draufgefallen ist? Man weiß es nicht. So. Ich habe keine Ahnung, warum, weshalb. Boah, ist das fies. Steht hinter irgendeiner Ecke steht doch gleich was. Ich sehe das schon. Ich weiß, dass es Pflicht ist, aber ich hatte meine PlayStation 3 schon damals abgegeben gehabt, wo die 4er ja kam und da kam dann, ich glaube, einen Monat drauf oder zwei Monate später kam er bei Bioshock Infinite für Plus. Da habe ich mich so geärgert und ich habe ja kein PC zu Hause und nur ein Mac für die Videobearbeitung und alles. Nein, Mac. Und, ja. Und bevor jetzt hier die ganzen Hater kommen mit Apple oder sowas alles, ne? Will nix hören, ja? Will nix hören. Jeder hat seinen Geschmack und fertig. Der eine mag PC, der andere mag Apple. Computer, ja? So. Das ist genauso wie im Videospiele. Der eine mag, keine Ahnung, The Crew, der eine mag... Wo ist der denn? Ich sehe den gar nicht. Wo? Alter, das kommt mir vor wie bei Dings. Wo war denn das nochmal, wo das Auto war? Ach, Slenderman, ne? Spring da rein! Spring doch da rein! Das ist doch wie Slenderman, da fängt das Bild auch so an zu krisseln immer. Die Soundkulisse ist der Hammer. Ich bin unter Wasser eine Leiter raufgestiegen, ja. Ich weiß. Da habe ich mich... Wo denn? Ich sehe doch nichts. Alter, wo ist... Alter, ich geh hier lang. Kann ich den nicht einfach mit Stein bewerfen? Wie soll ich denn da... Cool. PlayStation 3 mit 50 bis 60 Spiele. Geil. Wo denn? Ich sehe da nichts. Ich weiß nicht, wo da was ist. Was?
Geh weg. Was war das? Was war das? Hä? Ich meine, hey, ich meine, das war nur ein Husten. Das war nur ein Husten. Hallo? Ich würde gerne mal wieder raus aus dem Wasser. Das wäre jetzt voll das Easter Egg. Auf einmal läuft so SpongeBob vorbei. Ich bin bereit. Ah, wer wohnt in der Ananas? Kann Steve im Meer? SpongeBob, Schwammkopf. Saugstark und gelb und hohl und zwar sehr. SpongeBob, Schwammkopf. Meine Sendung hat sie ihm für den Blödsinn durchsteht. Noch mache ich lustige Sprüche. Ich habe mein Leben noch vor mir. Bitte sei nicht so böse zu mir. Oh, ich muss die Hose wechseln. Warum? Vor lauter Lachen in die Hose gemacht. Was war das denn? Schwimmt ein Hai? Die Musik erahnt nichts Gutes. Dein Schrei hat fast die Kopfhörer gesprengt. Entschuldigung bitte, entschuldigt bitte. Es müssen mehr Horrorspiele für Flex geben. Was? Wo denn? Wo? Ich sehe doch überhaupt nichts, Alter. Hör doch auf. Ich nehme mein Mikrofon mal ein bisschen mehr weg. Toll, die Taschenlampe bringt überhaupt nichts hier. Welches Horrorspiel ich mir echt lustig vorstellen könnte, wäre, wie heißt das denn nochmal hier? Das Ding. Mit dem, wo die da auf der Eisstation sind. Das könnte ich mir als, wenn es richtig gut gemacht ist, ist das bestimmt ein richtig geiles Horrorspiel. Was ist Plot Twist? SpongeBob ist ein dieser kranken Wasserroboter. Super! Ich darf nicht so viel Gronk nachmachen, dann kriege ich nachher Ärger. Nein. Hallo lieber Gronk, liebe Grüße übrigens. Tut mir leid. Ich mag diesen Spruch. Was? Flexi Schwammkopf wohnt unter dem Meer und wohnt in einer Ananas. Flexi Schwammkopf. Gab's für die PlayStation 2, okay? Wo müssen wir überhaupt hin? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Sieht so aus, als müssen wir hier irgendwie hin, aber ich glaube nicht, oder? Ich sehe ja hier auch so viel. Hier sind ja auch wahrscheinlich überall Wegweiser. Warum steht hier nicht einfach ein Schild, da ist der Ausgang? Das wäre alles viel, viel einfacher. Da ist eine Tür, oder? Oder irre ich mich da? Hier geht's rein. Hier geht's rein. Aber will ich da rein? Meinst du den Film? Genau, den Film, das Ding. Genau, The Thing. Das mit der Eisstation. Aber das Originale, also den allerersten davon, ey, das war so geil. Hier, wieder unter Wasser Treppen steigen. Ist so logisch. Kann einfach hochschwimmen, aber egal. Aber vielleicht kann er ja nicht schwimmen, man weiß es ja nicht. Ja, weil er die ganze Zeit ja nur auf dem Meeresgrund läuft. Dead Space 1 Remastered wäre für die PlayStation 4 echt der Hammer. Oh ja, oder Dead Space 2 würde auch noch geil sein. Ich frage mich sowieso, warum der nicht schwimmt. Der ist die ganze Zeit nur auf dem Fußboden. Also auf dem Meeresgrund. Wo kommen die Blubberblasen her? Achso, hier aus dem Dingen, okay. Ja. Was uns hinter dieser Tür erwartet? Bitte was? Was war das? Ja, was uns hinter dieser Tür erwartet, wirst du auf YouTube in einer weiteren Folge sehen. Und wir im Stream machen das gleich. Nach einer klitzekleinen Pipi- und Pupu-Pause, Chipsol-Pause, Trinkholpause, Raucherpause. Und dann sehen wir uns gleich spannend wieder in der Let's Play Live Show mit Soma. Und ihr seid dann hoffentlich immer noch mit dabei. Also bis gleich.